uns auf. Der sollte nichts. Dann alle hopp. An die Liane hüpfen. Hier darf aber gut, da kann ein bisschen Chaos anstellen. Chaos! Chaos! Ja, Zerstörung der Natur. Boing, boing. Ach, eine Fotostelle. Und ich hatte doch jemand mit einer Kamera dabei sogar. Ach, Niki. Ich habe wieder Fotos erreicht. Hälfte der Fotos. Brachiosaurus, Autorennen. Sache ist, wo kriegen wir hier einen Brachiosaurus her? Ich brauche eine Plattform, um Dino zu beschwören. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, eine gesehen zu haben. Muss ich eigentlich wieder den kranken Triceratops heilen? Bitte nicht. Nein, das Ding ist offen. Ach, da hilft kein Elektroschocker, da hilft nur gute alte Tyrannosaurus Rex Pässe. Oh, okay. Vielen Dank für die Hilfe. Aber das hätte ich auch alleine geschafft. Nee, hätte sie eben nicht geschafft. Pechvogel. Ach, herrje. Ach, herrje. Auto zerstören? Nein. Brauche ich hier eine Gyrosphäre? Brauche ich eine Gyrosphäre, ne? Ach, hier ist eine Dino-Plattform. Wieso kriege ich auf einmal Kampfmusik? Peter Ludlow! Ja, Mr. Böser Fiesling. Was soll denn das? Also würde ich schon mal... Die stand da aber nicht in der Story. Na, dann gib mir mal einen Brachiosaurus. Einen wunderbaren Brachiosaurus! Erhebe dich, Littlefoot! Erhebe dich. Eins von drei. Ja, das ist zwei und das die dritte. Na, wenn wir uns sowieso gleich die Gyrosphäre kaufen, könnten wir mal versuchen, mit der Gyrosphäre das Wettrennen zu machen. Flatsch. Kann man da noch was ausbuddeln? Kann man hochspringen? 3 von 3! Ah, was ist um die Gyrosphäre? Obwohl, sonst vergesse ich das noch mit dem Ausbuddeln. Ach, ist nichts zum Ausbuddeln, ist aber nur ein Haufen Erde.
Ein Haufen Erde. Zu schade, dass ich das nicht bedienen kann. Gyrosphäre! Erscheine! Das ist das erste Mal, dass wir wirklich so ein Fahrzeug brauchen, um was zu holen. Also, jetzt ausgenommen von den Wettrennen. Ach, den T-Rex brauchen wir hier auch noch. Der T-Rex. Dann holen wir uns mal den süßen kleinen Tyrannosaurus Rex. Der mit seinen Ärmchen boxen möchte. Bist du vierfach? Okay, das ist vierfach und nicht dreifach. Aber hey, ich habe genügend Stutz, um das zu kaufen. Also könnten wir theoretisch zur ersten Insel zurückkehren. Ja, den ganzen Weg zurücklaufen. Wap, 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 wap. Gibt es eigentlich ein Schnellreisesystem? Keine Ahnung. Kann man hier Schnellreisen machen? Machen wir aber erstmal das Autorennen. Aber der Tyrannosaurus Rex ist mit meiner Gyrosphäre abgehauen. Oh, Gyrosphäre! Warum? Tust du mir das an? Ich wollte schon mit Eric rein. Tüt, tüt, tüt. Das ist schon recht knapp bemessen. Ist das wirklich für die Gyrosphäre, das wir drin? Easy peasy! Ich rette mir aber noch. Lass mich raten, du möchtest auch verprügelt werden? Natürlich will er verprügelt werden, schicken. Sie wollen alle verprügelt werden. Platsch. Ich dachte, diese Viecher würden mich nie in Ruhe lassen. Das wäre aber in Gefahr. Hätte ich meinen Elektroschocker dabei. Dieter. Okay, dann komm mal mit, Dieter. Was hast du benutzt, um sie zu vertreiben? Ich glaube, du hast was davon auf dir verteilt. Dieterlein.
Willkommen zurück zu Lego Jurassic World. Das Spiel ist gerade abgestürzt. Naja, empfinde ich das mal als Abkürzung zurück zum Jurassic Park. Nur weil ich zu viel von Dieter gesprochen habe. Corythosaurus gehört zur Familie der Hadrosaurier, die für ihren eigenartigen Schädellaufbau bekannt sind. Okay, wenn du meinst. Oh. Dafür möchte ich irgendein schönes Auto haben. Keine Ahnung. Ist denn schön? Ach komm, nehmen wir mal die Kehrmaschine. Es wird zwar länger dauern, damit rumzudüsen, aber... Nehmen wir jetzt einfach die Kehrmaschine und fahren gechillt zum Besucherzentrum, wo wir dann den vierfachen Multiplikator kaufen. Weiß ich nicht. Wieder auf 500.000 zurückgesetzt werden. Aber hey, dann haben wir wenigstens noch einen größeren Multiplikator. Manchmal muss man Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. Man muss Verluste machen, um Gewinne zu bekommen. Mal gewinnt man, mal verliert man. Und mal stürzt das Spiel ab. In einer Kehrmaschine. Tut, tut. Hey, Brachiosaurus. Möchtest du mich vielleicht dort hinten hintragen? Ne? Nein? Das ist aber doof. Ich möchte gern von dir getragen werden. Mal checken, Brachiosaurus wäre auch nicht schneller. Ja, aber er ist länger als eine Kehrmaschine, also ist er früher im Ziel. Boing. Aber hey, wir sind ja gleich da. Ach, ich glaube, Ellie wäre schneller, wenn sie einfach vorlaufen würde. Ich meine, sie muss hier nur wieder stehen bleiben. So langsam ist diese Kehrmaschine. Check, eine Kehrmaschine ist ja auch nicht darauf ausgelegt, schnell zu sein, sondern präzise muss sie lenken können, um den ganzen Dreck wegzuputzen. Wenn du Schnelligkeit willst, hätte sie Motorrad nehmen sollen. Aber ich kann nicht so gut Motorrad fahren. Das ist ein bisschen schwammerig, die Steuerung hier. Aber nichts ist so schlimm wie das Boot. Ach, ist so schlimm, weil das Wettrennung auch wieder nicht. Vierfache Punktzahl. Her damit. Wie viel kostet die Heliumstimme? Ach, irgendwann. Irgendwann. Keine Sorge. Heliumstimmen. Ey, wir sollen sie wahrscheinlich nie hören. Um auszukommen. Extras. An. Vierfach. Wunderschön. Achtfacher Multiplikator, denn das deckt sich. Das ist ja das Schöne an der Sache. Jetzt stell ich mal vor, wir kriegen noch die anderen Multiplikatoren, wie groß dann der Multiplikator wird. Oh, ho, 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 ho. So,
So, gibt es hier irgendeine Schnellreisefunktion? Ich kann auf jeden Fall rauszoomen. Rauszoomen. Ich kann Dinge auswählen. Kann ich so Schnellreise machen? Auswählen. Kann ich mich dann dorthin teleportieren? Ankunft bei Ingen. Karte. Ach, kann man sogar die Gebietskarte. Okay. Zu Gebiet reisen. Also haben wir doch Schnellreisemöglichkeit. Aber das ist schön, dass uns das hier angezeigt wird, in welchem Gebiet man wie viel holen kann. Warte noch nicht, weil dann interessiert mich, wie komme ich zurück zum Rauszoomen? Ja, dann gucken wir uns mal die einzelnen Gebietskarten an. Was tut denn die erste Gebietskarte, wenn ich sie treffe? Die ist direkt unter dem Symbol. Haben wir alles? Manche kann ich auch gar nicht auswählen. Wirklich? Oh, okay. Ich kann nur die auswählen, die so hervorgehoben sind. Das bezweifle ich. Pflanzenfressergebiet. Kann er sogar bei Tag und bei Nacht hinreisen? What? Aber hier fehlt mir doch noch ein roter Stein. Warum behauptet das Spiel Lord Chicken? Du kannst... Ich versteh's nicht! Ja, ich möchte bei Tag da gern hin. Ich kann wirklich schnell reisen. Verdauungszeit! In unserem Unterwasserobservatorium kannst du prähistorische Ozeanbewohner ganz aus der Nähe sehen. Das habe ich überhaupt noch gar nicht gesehen, das Ozean-Ding. Naja, wenigstens kann ich mir jetzt so ein paar Laufwege sparen. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Es war schon wieder mal keine freie Nacht, wenn wir hier uns ein paar Minikits holen. Ankunft bei Ingen. Mit diesen bösen Eindringlinge. Die Dinos jagen. Ihren verdammten Freizeitpark. Brachiosaurus-Rutsche. Velociraptor-Streichelzoo und was weiß ich, was die noch vorhatten. Naja, aber wir werden ihre Pläne sowieso vereiteln. Eigentlich haben wir das ja schon in der Story gemacht. Das ist jetzt freies Spiel. Hier wird Zeugs gesammelt schicken. Für die 100%! Die 100%! Mittlerweile sind wir bei 61,2%. Ah, wir kommen immer näher. Wir kommen immer näher. 99 Minikits. Ordentliches Stück. Ordentliches Stück. Na, und da wir jetzt auch noch den 8-fachen Multiplikator haben, bin ich mal gespannt, wie viele Stutz wir im nächsten Level sammeln werden. Ja, mit dem Doppelten war das ja so ungefähr 100. 1000, also müssen wir 800.000, wenn nicht sogar 900.000. Boah, stell dir mal vor, dann im Level eine Million zu sammeln. Oh, Chicken, das wird doch gar nichts, wenn du alle Multiplikatoren freigeschaltet hast. Das wird witzig. Naja, bis dahin dauert es ja noch. Wir haben ja noch jede Menge vor uns. Auch wenn wir schon bei 61% sind, aber...
Wir sind gerade mal beim freien Spiel vom zweiten Film angekommen. Plus beim ersten Jurassic Park habe ich ja noch nicht alles gefunden. Unter anderem ein Minikit in einem Level. Weil ich ratlos bin, wo es sein könnte. Aber hey, sobald wir Dinge haben, womit wir das Minikit sehen, in Klammern rote Steine, holen wir das alles nach. Ich versuche erstmal auf Anhieb selber alles zu finden. Wenn wir das nicht schaffen, dann gehen wir halt ein zweites Mal auf freies Spiel hinein, um dann mit dem Minikit-Sucher uns das Ganze zu verleichtern. Was war das? Sind wir in der nächsten Aufnahme-Session? Das hab ich, glaube ich, schon gesagt. Keine Ahnung. Ah, mein Gedächtnis wurde gelöscht. Wissens haben wir jetzt eine Möglichkeit gefunden, Schnellreise zu machen. Und sogar Tag-Nacht-Wechsel. Das ist schön. Dann laufen wir nicht mehr hier im Dunkeln rum. Ja, ein bisschen Sonnenlicht genießen. Und dort werden wir dann erst in der nächsten Session weiter genießen. Also dann, ciao!